willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelderland. Schön, dass ihr reinschaut. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Abo da. Oder ein Like. Und dann starten wir ja weiter mit der Ernte von unserem Dinkel. Da hinten fährt das LU mir das Stroh ab. Ja. Eine Frage, wie komme ich denn jetzt zum Hof? Indem du mich mal abtankst. Je nachdem. Achso. Bist noch dran? Jo. Ja, je nachdem kannst du auch hier bleiben und mich abtanken, weil der Anhänger ist jetzt voll. Ja. Muss man gerade noch mal in den Katalog gucken. Ja, oder. Oder du kannst den Anhänger gleich mal zur Edeka fahren. Edeka? Jo. Kann ich machen. Jo, das wäre nett. Okay. Weil ich hab jetzt. Oder? Der ist auch gleich voll, oder? Glaube ich. Ja. Jo. Und dann, dresche ich weiter und du kannst weiter abfahren. Mach mal so, okay. Supi, danke dir. Bis später, tschö. Gute Fahrt. Jo. Alter, ich bin nicht mal zwei Runden gefahren. Und Anhänger voll. Ich krieg 31.000 Liter sind drin. Ich verdiene mir hier eine goldene Nase. Das gibt also auf jeden Fall 60.000, eher mehr. Bin mal gespannt. Ist halt qualitativ wirklich hier der beste Dinkel, den es gibt hier in Grünfelderland. Muss man echt sagen. Also ich habe vorhin ja ausgesiebt hinten. Da war kaum Korn im Stroh gelegen. Also wirklich, wirklich gut. Volker Varuna, hallo. Hallo Varuna. Bei Ihrem neuen Klingelton muss ich immer ein bisschen länger dranbleiben. Ja, und zwar wollte ich Sie fragen, ob Sie, ich weiß ja nicht, wie viele Felder Sie haben, ob Sie vielleicht einen Drescher bräuchten oder einen Drescher und Arbeiter. Drescher und Arbeiter, ne. Ja, okay. Ich dachte, Sie wollten mir einen Drescher verkaufen, einen günstigen. Nee, einen günstigen, nee, nicht. Nee, eigentlich brauche ich meinen Drescher selbst. Nee, ich habe jetzt, bin jetzt schon okay. Am Ernten, tut mir leid. Ja, nee. Oder warten Sie mal. Muss mal gerade was gucken. Wo sind Sie denn? Zu Hause, oder? Ja, auf Feld 83, aber ich bin nur Beifahrer beim Leon, weil der hilft mir ein bisschen. Okay. Beziehungsweise deswegen habe ich eine freie Kapazität. Haben Sie ein Maisgebiss? Nee. Na, schade. Dann hätte ich einen Auftrag für Sie gehabt. Und ich komme auch nicht so schnell an eins ran, aber trotzdem. Vorbei. Nächste Woche? Ja, nächste Woche hätte ich auf jeden Fall eins, ja. Moment, ich schau mal gerade. Nee, aber nächste Woche hätte ich noch einen Auftrag für Sie. Ja, okay. Also heute wird es, denke ich, nichts. Ja, aber benötigt dann das Maisgebiss? Nee, denke nicht. Okay, gut. Okay, dann schönen aber Tag. Je nachdem, wenn Sie Geld haben, bestellen Sie sich einfach mal eins. Ja. Schadet ja nicht. Ja, vielleicht
bei der nächsten Ernte habe ich gedacht, weil ich habe jetzt nochmal danach. Also ich will mir noch ein Feld kaufen und dann vielleicht so einmal mit Einzelkorn halt was sehen auf dem einen Feld und mit der anderen was Normales. Boah, ja, können Sie ja machen. Ja, trotzdem noch einen schönen Tag Ihnen. Ebenso, tschüss. Tschüss. Ja, hätte der jetzt gleich noch das Gebiss gehabt, dann hätte ich ihm noch ein Ding gegeben. Dann hätte ich kurz noch ein Feld gepachtet. Aber warte mal. Das kann aber nicht sein. Zehn, neun, 23, 9, 26, 27.000. Jetzt passt 32,1. Warum stückelt denn der das? Muss ich nämlich notieren, weil sonst kommt das Finanzamt irgendwann. So. Das war schon ausgefahren. Ja. Hallo? Jo, weitermachen. Zeit ist Geld. Ich hab mich gewundert. Ich wollte nur mal gucken, was für ein Gefährt Sie für hier fahren. Ja, der schöne 1050, der auch versteigert wurde, ne? Ah ja, okay. Weitermachen. Zeit ist Geld. Was habe ich jetzt gesagt? 32. 10. Oder? Warte mal. Haben die das Geld gar nicht überwiesen? Muss ich gerade mal nachtelefonieren. Hallo, Polizeikundfelder Landrichter. Ja, Herr Richter, Volker Baruna hier. Ja. Ich bin gerade am Durchgucken meiner Unterlagen. Ja. Und ich sehe irgendwie gar keinen Eingang von den 8.000 Euro. Werde ich abklären, wenn die noch nicht eingegangen sind, dann, oder der Marcel, hier für dich, hast du schon dem Herrn Baruna 8.000 Euro überwiesen? Ja. Ich sehe ja, die müssten angekommen sein. Sehe ich in meinen Unterlagen. Pass auf, ich schicke die mal weiter. Marcel? Ja. Ja. Okay. Hallo, Volker hier. Ah, hallo. Ich sehe die 8000 Eingang gar nicht. Sind die dann hingegangen? Weiß ich auch nicht. Hab sie auf jeden Fall gezahlt. Die Frage ist, wohin? Also, das ist die Frage. Es war ja gestern, Sonntag. Ja, warte. Sonntag. Bei uns ist auf jeden Fall Geld weggegangen. Hast du Eingänge bei dir? Ich habe bei mir gar keine Eingänge gestern. Okay. Das ist nämlich das Komische. Ja, weil ich habe die Steuer davon schon überwiesen gehabt. Ja, komisch, ja. Ja. Das müsste auf jeden Fall da sein. Moment. Ja, jetzt kam was an.
bei sonstiges. Komisch. Okay. Ja, seltsam. Ja, kurz am Telefon, Jürgen. Moment. Okay, gut, passt. Dankeschön. Ja, schönen Tag noch. Ebenso, servus. Tschüss. Lol, die Polizei mir nichts bezahlt, das Wasserwerk. Gerade mal die Eingänge kontrolliert. Warum hast du denn das gestückelt jetzt überwiesen? Die Halle, die ist ein bisschen niedrig. Ach so, nee, wenn du von rechts raus reinfährst, kannst weit genug rausfahren, damit es passt. Ah, okay. Das waren jetzt. Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. 31,3. Ja, du. Folge Verona, hallo? Hallo? Ah, das ist mit dem scheiß Funk, ey, das regt mich auf. Mach das mal ordentlich hier, mach das mal, repariert das ja, mal. Ich mach das mal. Ey, nächste Woche hast du was zu tun. Ja, ja. Ich hoffe, dass mal einer von meinen Mitarbeitern kommt, ey. Ja. Nächste Woche müsste der Thomas wieder da sein. Okay. Berufsschule vorbei. Diese Woche wieder Berufsschule, ja, ja. Ja. Gut. Wie machen wir das jetzt mit dem Drescher? Was sollen wir da machen? Ja, du wolltest dir ja eigentlich einen neuen holen. Mhm. Kaufe ich dir den erst dann ab zu dem Preis, was los ist, oder wie machen wir? Wir können das auch so machen, dass du mir den dann, dass du als erstes Interessente, ich mir den Klaas kaufe. Mhm. Dass, als statt ich den veräußern lasse, dass ich dich erst frage. Ja, ich brauche auf jeden Fall einen Drescher, früher oder später. Ja, ja, deswegen. Okay. Weil ich wollte mir jetzt demnächst noch ein Feld kaufen, wenn der Kredit abbezahlt ist. Mhm. Und dann... Okay. Noch eins. Und dann wollte ich mir irgendwann in den zweiten Drescher kaufen. Okay. Kannst du mal gucken, die Pacht von 81, was sie kostet? 81? Jo. $29.990, also 30.000. Oh. Weißt du auch, wie groß das ist? Nee. Weiß ich leider nicht. Hm. 29.000, weiß nicht, ob sich das lohnt. Hm. Doch, können sich. Wie lang, ich habe schon wieder vergessen, wie lang geht eine Pacht? 2 Wochen, ne? Eine. Eine, aber, nee, warte mal, warte mal, warte mal. Haben wir da nicht gesagt, das ist anders? 2-mal abernten oder so? Ah ja, stimmt, das hatten wir danach gesagt, ja. Ja, ja, weil sonst lohnt sich's ja gar nicht. Ja. Okay, dann würde ich mal, was hast du gesagt, 29.000? 30.000. Ja. Okay. Dann trägst du mir die Pacht ein. Ich mach, ja. Für eine ab nächste Woche. Achso, ist ja 2-mal. Oh, passt. Das müsste eingetragen müsste es dann. Okay. Wie viel geht in den Anhänger noch rein? 55% sind drin. Wie viel tausend? Oh. 14. 14? Mhm. Im Anhänger nur 14.000? 17.000 sind drin, 14.000 gehen noch rein. Du Held, ich hab gefragt, wie viel sind drin? Und du sagst 14. Sorry. Der ja, okay, hier neben mir. Das passt. Hä? Machen der hier. Strohablauf.
RaySex. Ja, hallo? Moment, hallo, Folge. Herr RaySex. Ja? Hätten Sie gerade zufällig Zeit, ein Auto abzuschleppen? Nee. Nächste Woche. Ja, aber wir bräuchten einen Abschlepper. Und Sie wissen auch, dass Sie eine Frist haben. Wenn Sie warten. Moment mal, ja? Ja. Du brauchst dich hier schon mal ja nicht anzutanzen. Sonst verlängerst du das direkt noch um 2 Wochen. Dann kannst du gucken, wer das abschleppt. So. Ich habe momentan keine Zeit diese Woche. Ich mache jetzt gleich Mittag. Ja, ich bin schon am Mittag machen. Seit einer Stunde. Ja, Sie sind aber. Sag ich jetzt nichts zu. Digga, was wollten Sie denn sagen? Nee, alles gut. Ja, ich komme nächste Woche vorbei. Ja. Jo, ich werde Sie dann nochmal informieren, wo er steht. Ja, bitte. Danke. Tschüss. Wo fährt denn der Fendt gerade rum? Ich sehe ihn nicht. Hinter dir. Der ist im toten Winkel. Warte, komm. Oh, passt. Gut, eine andere Bahn. Also. Gut. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne beim Dark Racing YouTube vorbei. Jo. Hier beim Volker. Aruna LP. Bis nächste Woche. Haut rein. Jo. Macht's gut. Tschüss. Nimm mir ein Brötchen.